Hey Leute, what's up? Ich bin's Colin, euer Technik mit eurem Technikkanal hier auf YouTube. Wenn du mich abonniert hast, bist du immer auf dem neuesten Stand zum Thema Technik. Also klick hier. Klick einfach. Komm, klick. Fangen wir auch gleich mit dem iPhone 5 an. Ich werde euch nicht mit irgendwelchen technischen Spezifikationen langweilen. Die kennt ihr eh schon alle. Und natürlich, wenn ihr mein neuestes Video angeguckt habt, ihr klickt hier. Dann wisst ihr eh schon alles drüber, aber jetzt kommen noch ein paar Neuigkeiten. Erstens, Samsung will Apple verklagen und zwar wegen ein paar LTE-Standards. Die 3G-Standards haben sie zwar auch schon mal probiert, also Samsung hat Apple verklagt wegen irgendwelchen 3D-Standards, sind aber nicht durchgekommen, weil die 3G-Standards einfach zu diesen Standardpatenten gehören, die ziemlich billig abgegeben werden müssen. Jetzt probieren sie es mit LTE nochmal. Dann habe ich in dem Video einerseits gesagt, dass das Ding LTE kann, aber nur von Telekom und ich dachte eigentlich, dass man dann einfach eine andere SIM-Karte einstecken kann und das geht auch über, weiß ich nicht, Vodafone zum Beispiel, die haben bedeutend größeres LTE-Netz als Telekom. Doch das geht scheinbar nicht, denn das iPhone 5 kann lediglich die 1800 MHz-Bänder abdecken, welche nur von Telekom genutzt werden. Scheiße war's. Denn die Telekom hat nicht nur ein super ausgebautes LTE-Netz, nein, sie haben auch noch super Tarife dafür. Ein kleiner Tarifauszug. Das kleinste Tarifmodell kostet 30 Euro. Das ist ja fast gar nichts für einen Handytarif heutzutage. Dazu kommt, dass das eine 300 MB Flatrate ist. Das heißt, ab dann wird das Ganze langsamer und 300 MB sollte mit LTE-Geschwindigkeit relativ schnell aufgebraucht sein. Und dazu kommt, dass es gar nicht wirklich LTE-Geschwindigkeit ist, sondern nur 21,9 oder so, 21, irgendwas Mbit. Ich meine, gut, das reicht für jedes Handy locker aus, aber trotzdem ist das irgendwie nicht so gut. Ach ja, und das sind nur die normalen Tarife, das heißt, da ist noch kein iPhone dabei. Aber wer sich diese 600 irgendwas auch noch leisten kann, der kann sich auch noch den Vertrag dazu holen, oder? Thema 600 irgendwas Euro, das billigste Modell kostet 679 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, und Samsung zahlt ganze 128 Euro Materialkosten daran. Seien wir mal sehr großzügig und sagen, dass Foxconn pro zusammengebauten iPhone 5 ca. 7 Euro bekommt, dann wären wir bei 135 Euro. Moment, 135 Euro, Verkaufspreis 679, das macht ca. 550 Euro Gewinn? Und ich weiß zwar nicht, ob die Mehrwertsteuer und Versandkosten da schon mit reingerechnet sind, aber das ist schon echt heftiger Batzen Geld, was sie damit machen. Ich glaube, mir gefällt das Preismodell von Nexus 7 und Kindle Fire HD doch besser. Aber jedem das seine. Kauft euch ein iPhone. Aber nur, wenn ihr es wollt. Und ja, um den EU-Richtlinien gerecht zu werden, muss Apple noch einen Micro-USB-Adapter rausbringen, weil das Ganze in der EU nämlich genormt ist. Das heißt, in der EU müsste eigentlich alle Smartphones einen Micro-USB-Anschluss haben, einfach um das Ganze zu standardisieren. Apple spielt da natürlich nicht, aber wenn die jetzt wirklich einen Adapter rausbringen, müssen die läppischen 19 Euro kosten. Ich meine, für so ein Ding 19 Euro. Gut, ich meine, wenn man auf jeden Fall so einen Adapter hat, dann kann man das Ding auch mal bei Freunden, die ein Android-Handy haben oder auch ein Windows 8-Handy. Und das dürfte einiges erleichtern. Weiter geht's mit dem Amazon Kindle Fire HD, beziehungsweise das neue Kindle Fire. Und da hat schon einiges an Kritik geregelt. Einerseits wäre da die Lockscreen-Werbung, das heißt, jedes Mal, wenn ihr im Lockscreen seid, kommt eine Werbung. Die lässt sich jetzt scheinbar für 15 Euro einfach abbestellen. Und dann wäre da noch die datenschutzrechtlichen Gründe mit dem Silk-Browser, dass Amazon einfach alles weiß, was ihr macht. Darauf haben sie einfach geantwortet, ja, das kann man einfach ausmachen. Oder man benutzt einen besseren Browser. Ich denke an Chrome, Firefox, Dolphin HD, Opera oder anderes Zeug. Man muss ja nicht immer die Standardbrowser benutzen oder Internet Explorer. Ich weiß nicht ganz, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Frankreich wurde das Three-Strikes-Modell eingeführt. Das heißt, nach drei Verwarnungen kommt der gerichtliche Beschluss, einfach wenn man irgendwelche illegalen Sachen im Internet macht. Zum Beispiel, wer da illegale Sachen runterladen. Irgendein Franzose hat es jetzt geschafft, diese drei Strikes zu bekommen, beziehungsweise eigentlich war es dessen Frau, die hat es auch zugegeben, aber trotzdem wurde er beschuldigt. Und er musste jetzt kommt 150 Euro zahlen. Wenn man dabei mal bedenkt, dass die Three-Strikes-Methode ungefähr 21 Millionen Euro kostet, dann haben sie doch ein fettes Plus schon gemacht. Steam, diese kleine, aber feine Spieleplattform für den PC und Mac und Linux-Geräte und weiß ich nicht was für alles. Ist auch egal, das Zeug soll für den Fernseher kommen und Little Big Picture heißen und auf jeden Fall mehr auf Gamepad ausgerichtet sein als die bisherigen Steam-Fassungen. Wuhu! Und zuletzt noch zwei kleine Fakten zu Microsoft, die wollen ihr jetziges Windows 8 Entwicklerteam in zwei Teams aufgespalten haben. Das eine macht irgendwas mit dem Codenamen Blue, das könnte irgendein fettes Update für Windows 8 sein oder auch Windows 8.1 oder was auch immer. Und das zweite widmet sich für ein Windows 9. Wie groß die beiden Teams sind, ist relativ unbekannt, eigentlich ganz unbekannt. Steve Ballmer verschenkt Geräte! Leider nicht an uns.
Es sei denn, du bist ein Microsoft-Mitarbeiter, denn die knappen 90.000 Microsoft-Mitarbeiter in der ganzen Welt, beziehungsweise die Festangestellten bei Microsoft, bekommen jetzt Windows 8-Geräte und zwar nicht nur eines. Sie bekommen einmal ein Windows Surface, nein, nicht Windows Surface, Microsoft Surface natürlich, inklusive Tastatur-Dings. Dann wäre da noch ein Windows 8 Smartphone und natürlich noch ein weiteres Windows 8-Gerät, das entweder ein Ultrabook oder ein Tablet oder ein, was war das dritte? Achso, ja, Desktop. Also ein Surface, ein Handy und ein Desktop-Ultrabook-Tablet. Vielleicht sollte man da anfangen zu arbeiten? Aus reiner Sozialheit werden die das natürlich nicht gemacht haben. Ich denke, zum einen wäre da der Marktanteil, der deutlich gepusht wird bei 90.000 Geräten, die sie verschenken, beziehungsweise es sind ja 90.000 mal 3 Geräte, die sie verschenken. Und dann wäre da noch der Fakt, dass die Belegschaft sich ein klitzekleines bisschen mit dem eigenen Betriebssystem auskennen sollte und das einfach auch eine große Lehrveranstaltung ist. Also würde ich auf jeden Fall freuen, wenn du dieses Video bewertest. Entweder einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, warum ihr das gegeben habt, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, einfach was euch einfällt. Und bitte, 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 bitte teilt es unter euren Freunden, um mich ein klitzekleines bisschen bekannter zu machen. Ich habe jetzt fast die 90 Abonnenten erreicht und ich bin super glücklich. Also teilt es überall. Ach ja, folgt mir auf Facebook, auf Twitter, auf Google+. Ich bin einfach überall. Und da Facebook einfach mein lieblingssoziales Netzwerk ist, wird da auch am meisten gemacht. Das bedeutet, da kommen Neuigkeiten, die es nicht in die Sendung schaffen oder auch andere Scheiße, der mir im Gehirn rumschwebt. Also fügt mich zu. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Das war's für heute. Ich bin's, Colin, euer Tech News. Ciao!